Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Minecraft Survival Let's Play. Heute sind wir schon bei Folge 15, stimmt das? Ich glaube schon, oder? Folge 15, krank, wie die Zeit vergeht. Ja, es hat sich ein bisschen was getan, auf den ersten Blick mag man das vielleicht nicht erkennen, aber wir haben einen neuen Mod drin und der nennt sich Inventory Tweaks und das ist unglaublich cool, weil ich einfach mein Inventar sortieren kann. Das macht so viel so einfacher. Ich habe das hier sogar schon mal ausprobiert und zwar einfach, wenn ich hier mit meinem Mausbutton klicke, kann ich das Ganze einfach sortieren, so ein bisschen hin und her und so weiter und das stackt sich auch alles schön. Und das Ganze ist einfach wunderbar und macht richtig, richtig viel Spaß. Deswegen liebe ich den Mod einfach nur. So, heute fangen wir an, ernten unser Feld ab, dann bauen wir das Haus und dann schauen wir mal weiter. Und dann machen wir hier das Zeug kaputt. Habe ich nicht noch irgendwo eine Schere rumfliegen? Eine Schere? Ah, habe ich sogar noch im Inventar. Na, perfekt. Deswegen bauen wir hier einfach mal kurz das Zeug ab, damit das auch mal verschwindet. Und dann, ja, ernten wir das Feld ab und schauen mal, wie es weitergeht. Und meine Framerate ist gerade ziemlich im Keller. Junge, Junge, habe ich irgendwie meine Sichtweite höher gestellt? Nö, 10 Frames. 10 Chunks. Komisch. Nur 50 FPS oder so. Mein PC macht schlapp. Ungut. So, könnt ihr? Ihr könnt teilweise. Nicht alle, aber ein paar zumindest. Okay. Unser Feld. Habe ich jetzt meine Hacke dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Alter, ich bin aber so ein Dussel. Und eigentlich könnten wir unser Feld mal größer bauen, oder? Eigentlich könnten wir das tun. Erstmal nehme ich die Hacke mit und dann gucken wir mal, was wir hier noch so rumfliegen haben. Eine Eisenhacke brauchen wir. Wir brauchen Zäune und wir brauchen Holzblöcke. Und dann wären wir im Prinzip gerüstet. Die Schere kann im Prinzip weg. Das brauchen wir hier und dich brauchen wir dort. Okay, gut, auf geht's. Ist jetzt nicht das ordentlichste Inventar, aber hey, immerhin etwas, ne? So, also, gehen wir einfach mal nach hier hinten und ernten mal so grob alles ab, was schon so halbwegs gewachsen ist. Ist immer noch ein bisschen nervig, aber ich denke, das ist das letzte Mal, dass wir das Ganze jetzt so machen und beim nächsten Mal lassen wir das Feld einfach komplett wachsen, bis alles ganz hoch steht. Und dann ernten wir alles auf einmal ab. Das ist nämlich wesentlich angenehmer, einfacher und irgendwann, denke ich, kann man das mal machen, dass man nicht alles so... Man verschwendet zwar ein bisschen Zeit, wenn ihr wisst, was ich meine, aber ich denke, meine Güte, ne? Wir haben ja auch noch andere Sachen, um die wir uns kümmern müssen und nicht nur unser Feld. Mittlerweile könnten wir, glaube ich, auch das Weizen langsam mal dazu verwenden, Brot zu backen, oder? So langsam wäre es an der Zeit, denke ich. So, einmal hier ein bisschen weg. Eieiei, hier ist aber echt schon viel gewachsen, also nicht schlecht, gefällt mir gut. So, dann hier ein bisschen weg. Ach, wie viel Weizen wir haben, cool. Bald brauchen wir uns gar nicht mehr irgendwie Fleisch essenderweise zu ernähren, sondern wir können einfach Brot essen. Ja, noch ist es zwar nicht viel, aber für ein Steak wird es bald schicken. Cool, oder? Ich denke auch. So, hier lag noch ein Samen rum und dann pflanzen wir einfach mal nach. Und mal gucken, wie weit wir unser Feld erweitern können dieses Mal. Sollte ja immer mehr werden, aber schauen wir mal. So, hier hat sich ein bisschen Unkraut eingeschlichen, wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, ne? Kommt vor. So, eine andere Sache, die mir übrigens in die Kommentare geschrieben wurde, vor 3-4 Folgen, habe ich jetzt erst gelesen, das tut mir leid, ist, dass von einigen Leuten die Abos gelöst wurden auf meinem Kanal und das ist natürlich gerade für mich als YouTuber ziemlich ärgerlich, wenn einfach irgendwie Abos verschwinden. Und zwar passiert das anscheinend von YouTube aus, ich weiß nicht, woran das liegt, dass einfach YouTube Abos löscht. Also sagen wir beispielsweise, ich habe irgendeinen Kanal abonniert, vorzugsweise Magic Dawn natürlich, und dann wird er einfach aus meiner Abo-Box gelöscht. Das kann ab und zu vorkommen. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich würde es selber gern wissen, aber anscheinend kommt das vor und das finde ich ziemlich nervig. Also guckt einfach mal nach, wenn ihr merkt, dass ich nicht mehr in eurer Abo-Box stehe. Okay, dann guckt ihr wahrscheinlich auch nicht das Video gerade. Ach, das ist blöd. Schaut einfach mal, ob ihr mich noch abonniert habt oder nicht. Und wir brauchen Löcher hier drin. Machen wir einmal hier und einmal hier. Und wenn wir schon dabei sind, noch einmal hier. Ich weiß, das ist ziemlich unnötig da hinten, aber hey. So, dann noch einmal hier und dann holen wir uns ein bisschen Wasser, oder? Oh, wir haben sogar noch einen Wassereimer dabei. Na, perfekt. Und schlafen gehen müssen wir auch gleich, bevor Monster kommen, weil ansonsten wird das ziemlich schwierig mit Schlafen gehen. Deswegen gehe ich erstmal kurz zurück und wir machen das erstmal, bevor wir hier irgendwas anderes machen. So, kann ich schon schlafen? Komm, ja, wunderbar, sehr schön, so will ich das sehen. So muss das sein, meine Kinder. So und nicht anders. So, okay. Zurück an die Arbeit. Nämlich ein Feld bestellen. Die könnten auch bald wieder, ne? Ficky Ficky, wisst ihr Bescheid? So in die Richtung. So, einmal hier das Feld. Ach, wir brauchen immer noch Wasser hier drinnen, ne? Sonst bringt uns das hier alles rein gar nichts. Also einmal hier und dann noch einmal hier hinten. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir noch einmal hier. Und dann sollte das jetzt endlich funktionieren. Dann können wir immer noch die 39 Samen, die wir noch übrig haben, nachpflanzen. Und dann, muss ich sagen, gefällt mir unser Feld langsam echt gut. Es wächst, gedeiht, macht alles, was es soll, ne? So, einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Oh, Leute, ich hätte es fast perfekt abgetimt. Ein Feld hätte man noch gebraucht. Naja, beinahe.
So, insgesamt schon mal nicht schlechter, schon wieder eins gewachsen. Aber hey, lassen wir jetzt einfach mal stehen, ne? Den Luxus gönnen wir uns mal. Dann nehmen wir uns ein bisschen Weizen und gucken mal, ob die hier noch, ne, können. Ja, sie können noch, sehr schön. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, die können das einmal pro Minecraft-Tag. Das könnte so ziemlich hinkommen. Sowas hätte ich auch geschätzt, aber wenn ihr das genauer wisst und bestätigen könnt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wie ist das? Können die das? Ach nee, ist egal. Vergesst, was ich sagen wollte. Wir vermehren sie, wenn wir vorbeikommen und dann passt das schon irgendwie. So, ach, unser Feld wollte ich noch schöner bauen, gell? Das wollte ich noch machen. Wo habe ich nur meinen Kopf gelassen? Wo liegt er denn nur nicht? So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen noch die Holzblöcke und dann wäre es das im Prinzip, gell? Ja. Hätte ich das gemacht, ich hatte die einfach random platziert. Oder hatte ich die alle zwei Blöcke platziert? Nö, ziemlich zufällig. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Machen wir noch hier einen hin und hier einen hin. Und dann machen wir noch hier einen hin. Hier drüben dann ganz genau dasselbe. Einmal hier hin und einmal hier hin. Und dann packen wir ein paar Zäune dazwischen. Und oben drauf natürlich auch noch welche. Und dann hätten wir das soweit auch schon geschafft. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Ja, fürs Erste schon mal nicht schlecht. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Feld. Wenn ich mir das so vorstelle, könnte schick werden. So, jetzt aber genug geredet. Wir müssen ein Haus bauen. Und wie bauen wir das Haus? Ich weiß es noch gar nicht. Ich will es auf jeden Fall nicht so hoch bauen. Und ich will wahrscheinlich auch ein anderes Dach als dahin bauen. Vielleicht so ein leicht durchhängendes oder so. Muss ich mal gucken. Irgendwas wird uns da schon einfallen. Hier vorne wollte ich eher so ein flaches Dach machen, oder? Ja, so ein leicht flaches Dach. Könnte ganz cool aussehen. Sieht so ein bisschen mehr minenmäßig aus. Und dann machen wir das hier vorne 1, 2, 3 Blöcke hoch. Drei Blöcke, dann machen wir 4 Blöcke. Hier drüben dann ganz genauso. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir einmal so einen Querbalken dazwischen. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Und wenn wir das dann noch nach innen versetzen, ja, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Hier machen wir das Ganze. Wir machen hier so Balken dran. Und dann machen wir hier das Haus, machen wir eins höher. Bedeutet, wir sind momentan bei 3 Blöcken, 4 Blöcke, 5 Blöcke. In etwa so. Und dann einmal kurz nach hier drüben. Und ich weiß gar nicht, wie mache ich das mit den Wänden. Ich würde sie ja gerne eins nach innen versetzt machen, aber dann brauchen wir so viele Materialien. Deswegen würde ich sagen, machen wir es nur hier eins nach innen versetzt und hier nicht. Ja, ich glaube, so machen wir es. Gut. Also hier noch einmal die restlichen Blöcke drauf und dann können wir im Prinzip schon wieder Bäume farmen. Ja, und ich habe mir überlegt, das kann ich ja mal kurz erläutern. Und zwar hatte ich ja die Frage gestellt, ob ihr gerne die Minentouren sehen wollt oder nicht. Und die Meinung war sehr unterschiedlich. Einige haben gesagt, nee, Vanilla und so weiter. Macht das off-camera, schneid's raus oder so. Und also es waren alle Meinungen vertreten, das will ich einfach nur sagen. Und damit habe ich natürlich ein paar Probleme, weil ich dann nicht genau weiß, wie ihr es am liebsten sehen wollt und so weiter. Und ich habe mir überlegt, meine Variante wäre gewesen, ich mache einfach eine Montage draus. Also was heißt keine Montage, ich mache eine Timelapse draus. Also wenn ich Bäume farm oder einfach nur stur Strip meine. Minentouren würde ich noch gern reinnehmen, aber Strip meinen oder so würde ich einfach in eine Timelapse reinpacken. Kommt ein bisschen Musik drunter. Können wir uns auch noch überlegen, was wir für Musik nehmen. Und ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal. Ich farm ein paar Bäume und dann schauen wir mal weiter, wie wir das am besten so machen. Drunter lege ich ein bisschen Musik. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die mögt oder nicht. Und dann würde ich sagen, lasst die Timelapse beginnen. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, es hat ja gar nicht lang gedauert. Irgendwie hat es 2 Minecraft-Tage gedauert, aber hey, wir sind endlich fertig und wir haben einen ganzen Batzen Holz bekommen. Und woher habe ich gebratenes Steak? Woher? Naja, ach, das habe ich noch vom Anfang, als die Truhe hier kaputt gegangen ist. Richtig, richtig, daher habe ich das. Und die Sonne geht schon wieder unter. Na, toll. Und ich kann nur nachts schlafen. Hey, das ist doch mal eine Neuigkeit. So, also, wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, bald 6 Stacks Holz bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig fette Portion. Und bevor ich jetzt schlafen gehe,
werde ich nochmal kurz unsere Kühe vermehren und ich denke, bald müssen wir auch mal das Gehege größer machen. Das ist ja nicht zumutbar hier, was hier läuft. Also, wenn ich bald einen Anruf von der Peter bekomme, ne, dann wisst ihr, was da los ist. Eieieiei, ist ja schlimm hier. Das sind Zustände, meine Herren. Gut, aber ich denke, wir haben auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet und ich denke, so mit Timelapses ist das doch eine ganz in Ordnung. Ist das doch ganz in Ordnung. Ist ein ganz guter Kompromiss, oder was meint ihr? Ich denke schon, so. Hier ist auf jeden Fall großes Rammeln und da glitscht schon eine Kuh raus. Na toll. Was machst du denn hier? Du gehörst hier nicht hin. Muss ich dich gleich mal töten, ha? Oder wie sieht das aus? Vielen Dank für dein Leder. So, jetzt gehen wir aber schlafen. Oh, da liegt noch ein Setzling. Bevor hier irgendwelche bösen Monster kommen, weil im Moment habe ich wirklich kein Haus, wo ich drin Schutz suchen kann. Und das ist ziemlich nervig. Ich muss auch mal gerade auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt 33, bedeutet, wir machen bis 45. Dann haben wir knapp über 20 Minuten. Ich denke, das ist ein ganz guter Deal. So, ach, wie frei das jetzt aussieht, ne? Wie leer, heftig, oder? Krank. So, also einmal wieder unser Eichenholz in die Hand und weiter geht's hier. Und zwar, auf wie viel wollten wir das denn bringen? Auf 5 Blöcke, hatte ich gesagt, gell? So. Und dann kommen hier überall so Querstreben hin. Eieieiei. Leute, da werden wir was vorhaben. Das wird interessant. Wir können hier auch so einen kleinen Vorsprung machen. Naja, gut, das überlege ich mir am Ende nochmal, ob ich hier noch ein bisschen dran rumbastel. Aber für jetzt habe ich schon mal einen groben Plan, wie wir das machen. Als erstes sieht der Plan vor, dass wir hier überall 5 Blöcke hinklatschen. Ich weiß, meine Rüstung geht, glaube ich, auch davon kaputt, wenn ich hier überall runterspringe. Aber hey, das kommt vor. Damit muss man leben. Und ich meine, Eisen haben wir ja echt genug. Alter, was da hinten los ist, ne? Das Gehege müsste ich echt mal größer machen. Eventuell sollte ich vielleicht auch mal ein paar Kühe töten oder so. Ja, dann können wir auch besser verzaubern. Irgendwie sowas lasse ich mir bestimmt mal einfallen. Vielleicht in der nächsten Folge, oder? So, lohnt es sich mehr, auf einen Kaktus zu springen? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, ich springe lieber so ganz normal runter. So, und einmal hier und dann zack, wieder hier runter. Und einmal das Ganze hier. Warte, eigentlich sollte doch... Moment, lass mich das mal kurz gucken. Mittlere Maustaste, Verknüpfung an automatisches Auffüllen. Ersetzt Werkzeuge und Verbrauchte. Nee, das will ich nicht. Ich will doch nur, dass sich Blöcke nachfüllen. Aber anscheinend funktioniert das nicht. Naja, ist egal. Das ist ja nur halb so wild, dass ich immer kurz ins Inventar gehen muss und mir wieder einen neuen Block rausziehen muss. Aber irgendwie hätte ich das trotzdem gern gehabt, dass sich die Blöcke nachfüllen. Naja, egal. Falls ihr mir da helfen könnt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber im Moment sieht es so aus, als ob mein Inventory Tweaks das nicht mitmachen möchte. So, warte, hier kommt noch ein Block hin, gell? Ja, ich glaube, hier kommt noch ein Block hin. Was steckt denn da unten rum? Ach, guck mal, Zombiefleisch, oder? Ja, da kam glatt jemand aus meiner Mine, nehme ich an. So, dann noch einmal dasselbe hier. So, ein Querbalken, einmal hier entlang. Und ich sollte mal was essen, sonst bin ich hier gleich tot. Und tot sein ist nicht toll, dann verliere ich meine Level und das wollen wir ja nicht, ne? So, hier kann ich jetzt aber mal safe runtergehen. Cool, oder? So, mal ganz kurz gucken, wie sieht das Ganze von außen aus, so vom Framework. Oh, es geht eigentlich. Sieht eigentlich ganz angenehm aus, wenn wir hier jetzt so ein spitzes Dach drauf haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Eventuell machen wir dann noch eine Gaube hier hin oder so. Oh ja, Leute, ich habe eine Idee. Wir machen das hier nochmal eins weiter nach vorne. Machen das genauso hoch, aber machen dann ein kleineres Dach dran. Ja, das könnte ein cooles Haus werden. Dann haben wir überall diese Kreuze drin. Das ist kreuzförmig, das hier ist kreuzförmig. Ach, ich weiß ja auch nicht, was da los ist. Naja, ist auch wurscht. Aber insgesamt könnte das ein echt schickes Haus werden. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Schauen wir mal, wie das im Endeffekt aussieht. So, was machen wir jetzt? Wollen wir schon mit dem Dach anfangen? Ich weiß es gar nicht. Als allererstes wären sicherlich mal Wände. Ein guter Punkt, oder? Was meint ihr? Apropos, wie wollen wir eigentlich das Minenhaus gestalten? Das muss ich mir mal kurz überlegen. Wenn wir hier auch mit Bricks als Boden arbeiten, könnte ganz gut aussehen. In der Tat. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und dann packen wir oben einfach Holz drauf. Ja. Bedeutet, wir brauchen Fichten. Ja, weil wir die auch so leicht bekommen, ne? Aber irgendwann kriegen wir das schon hin. So, also als allererstes brauchen wir die Steinziegeln. Genau, die brauchen wir. Und wir haben so schön viel Holz. Ist das toll. Ich liebe es, Holz zu haben. So, hier, dann kommen hier einmal Steinziegeln hin. Einmal hier entlang und einmal hier entlang. Yep. Hier muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, die hier reiße ich nochmal kurz ab. Die will ich hier nämlich nicht haben. Und dann kommen die Steinziegeln hier hin. Hier hin. Hier. Einmal hier hin. Und hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Und dann kommen die Steinziegeln einmal hier hin. Hier drüben. Einmal hin. Und einmal hier hin. Oh, lol. Jetzt ist der kaputt gegangen. Naja, kommt vor. Und einmal hier hin. Jetzt geht der kaputt. Naja, kommt vor. Und dann einmal hier hin und einmal hier hin. Ja, das sieht schon relativ passabel aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir das hier schön aussehen lassen. Ich habe ein paar Ideen.
Aber wir bräuchten halt Fichtenholz. Wo kriegen wir Fichtenholz her? Das ist jetzt ein bisschen blöd, oder? Das ist ein bisschen arg blöd. Ich bräuchte auch Cobblestone. Lass mal kurz hier runtergehen. Haben wir hier noch Cobblestone-Zeug? Oh, wir haben noch Cobblestone-Zeug. Ich liebe es. Treppen und die Blöcke kann ich eigentlich auch mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind, ne? Gönnt man sich halt mal. Und dann packe ich einmal die Slabs hier hin und dann sollte das fahren. So, das können wir auch mal sortieren und das können wir auch mal sortieren. Wunderbar. So, einmal weiter. Wie machen wir das Ganze jetzt? Also, wir brauchen auf jeden Fall hier an den Eckpfosten brauchen wir so Dinger. Das sieht immer ganz cool aus. Oh, warte, du bist falsch. Du kommst einmal so hin und du kommst einmal so hin. Ja, perfekt. So, dann, meine Damen und Herren, machen wir das hier oben in etwa so und machen hier so einen kleinen Bogen draus, oder? Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. In etwa so. Hm, sieht sehr schön aus, gefällt mir. Hier vorne, jetzt muss ich mir was überlegen, wenn wir hier sowas in die Richtung machen und dann bräuchten wir Cobblestone-Mauern. Jetzt muss ich mal kurz an meinen Crafting-Table, der steht hier hinten, gell? Ja. So, wie gingen Cobblestone-Mauern? Gingen die so? Ah, ja, sie ging so. Wunderbar. Nehme ich gleich 60 Stück. Die Dinger verbrauchen sich über die Zeit unseres Let's Plays, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann machen wir hier oben noch einmal den da. Ach Quatsch, ich bin ja an der falschen Stelle. Das wollte ich ja hier gar nicht. Noch einmal zurück. Kommando zurück. Und einmal hier hin. Und einmal hier hin. Und dann machen wir hier oben sowas in die Richtung. Ha? Und dann kommen hier normale Steinblöcke hin. Normale Steinblöcke könnten cool aussehen. Habe ich noch irgendwo welche rumfliegen? Hallo, Stein. Unten habe ich den, glaube ich, oder? Habe ich den hier unten? Ich meine schon. Ja, habe ich. Wunderbar. Die Slabs brauchen wir ja fürs Erste nicht. Obwohl, gleich brauchen wir sie. Aber fürs Erste kommen hier Steinblöcke hin. Weil das sieht ganz cool aus. Und es soll ja minenmäßig aussehen. Also viel Stein, ne? Dann brauchen wir einmal die Slabs. Wo haben wir sie? Hier. Einmal so. Und einmal so in die Mitte. Und dann haben wir hier so einen leichten Bogen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz angenehm aus. Eventuell könnten wir auch noch mit Steinknöpfen arbeiten. Gebt mir mal eine Sekunde. Wie ging Steinknopf? So? Ja. Machen wir erstmal 4 Stück. 4 Stück sollten wir erstmal schicken. So, Leder. Kommen wir einmal raus hier. Ich weiß, das brauchen wir gleich. Deswegen schmeiße ich es auch jetzt wieder in die Truhe. Hier, den Sandstein brauchen wir nicht. Das Leder können wir alles haben. Nicht, das brauchen wir auch erstmal nicht. Junge, Junge. Wir haben so viel Shit, ne? Das gibt's schon wieder gar nicht. So, einmal die Steinknöpfe. Die könnten wir einmal hier dran anbringen. Einfach, um dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Und wir könnten die hier oben dran anbringen, oder? Und dann sieht das doch recht angenehm aus. Oder was meint ihr? Ich denke schon. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und eventuell könnten wir dann hier noch mit Zäunen arbeiten. Haben wir noch welche rumfliegen? Nee, haben wir nicht. Für Zäune brauchen wir auf jeden Fall Holz und wir brauchen Sticks. Dazu leere ich erstmal mein Inventar. Und das Birkenholz, das werde ich eh nicht benutzen, also können wir das auch für Sticks verwenden. Machen wir einmal so und einmal so und dann sollten wir einiges an Sticks haben. Ja, wunderbar. Dann machen wir einmal, wie gegen Zäune, so und dann Holz drumherum, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Wir müssen erstmal mein Inventar ausleeren. Was brauchen wir denn im Moment nicht? Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Okay, jetzt sollten wir wieder genügend Platz haben. Wir können einmal das hier in Eichenholzbretter verwurschen. Und ich meine, das Ganze ging so, oder? Ging das so? Es ging so, wunderbar. 48 Zäune ist jetzt nicht super viel, aber zumindest immerhin schon mal ein bisschen was. Und damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. So, die Zäune brauchen wir einmal. Wo habe ich sie denn? Oh, da habe ich sie. Gut. Die Zäune könnten wir einmal... Lol, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Du, einmal bitte zurück. Ach, ich komme ab und zu aus Versehen auf F. Die können wir einfach mal hier hinpacken. Und ich finde, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe. Mhm. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hier vorne können wir das eigentlich auch machen. Warte, dann hole ich mir nochmal ganz kurz das Holz, was ich hier reingeschmissen habe. Holz. Wunderbar, wir können eigentlich auch hier mal wieder Inventar sortieren. Hier auch, sehr schön. Mal gleich ein bisschen mehr Ordnung drin. Und dann könnten wir hier im Prinzip sowas machen und sowas. Und dann kommen hier auch überall Zäune drunter. Ja, so stelle ich mir das gut vor. Sieht das gut aus? Das sieht ziemlich gut aus. Gefällt mir richtig gut. Und dann können wir hier so ein kleines Vordach hinmachen für die Tür. Oh ja, Leute, ich habe ein paar Ideen. Ha, das wird schön. Das wird richtig, richtig gut. Hier an der Seite machen wir das nicht. Also fürs Erste zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie das später aussieht. Aber fürs Erste brauchen wir das erstmal da nicht. Aber hier schon. Und dann müssen wir einmal hier hin. Bei die Kakteen. Einmal so. Und einmal hier Zaun drunter. Einmal Zaun drunter. Und einmal ein Block hin. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Okay, gut. Ey, du stichst mich nicht nochmal, sonst rasiere ich dich. Ach, wisst ihr was? Wenn ich schon dabei bin, rasiere ich dich gleich. Ha? Ha? Machen wir so. Gut, das einmal hier hin und dann schauen wir mal weiter. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ich hatte gesagt bis 45, gell? Ja, bedeutet, wir haben noch 4 Minütchen. Ja, damit können wir noch ein bisschen was machen. So, lasst mich das Ganze mal begutachten. Hier vorne den Mineneingang finde ich schon ziemlich cool. Der ist mir echt gut gelungen. Also für Survival-Verhältnisse ist der ganz passabel, denke ich. Jetzt brauchen wir nur noch was hier für die Fenster und die Seiten. Das machen wir wie folgt. Ich habe schon ein paar Ideen. Wir nehmen uns wieder die Steinziegeln und klatschen die einmal hier hin. Und einmal hier hin. Und dann machen wir hier oben drüber eine Slab. Und eventuell hier auch eine Slab hin. Und dann... Sieht das eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, auf jeden Fall. So, und dann hier noch unten. Ja, unten machen wir gar nichts, oder? Ich bin am Überlegen. Wenn wir sowas hier machen.
Ja, das sieht sehr angenehm aus. Gefällt mir. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das in den Rest des Hauses eigentlich dann, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. So, einmal hier und einmal hier und einmal hier die Slabs. Ich habe auch gerade rausgefunden, mit der mittleren Maustaste kann man den Block bekommen, den man gerade anguckt. Solange man ihn halt im Inventar hat. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Finde ich cool von dem Mod. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig so ist oder ob das jetzt von Inventory Tweaks kommt. Ich nehme an, das kommt von Inventory Tweaks. Wenn dem so ist, dann ist das ein echt cooler Mod. So, hier die Wände müssen wir auch noch schön machen und so weiter. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Und hier die Decke etc. Wie gesagt, in der nächsten Folge. Fürs Erste bin ich echt zufrieden mit dem Haus. Hier kommt dann natürlich Boden rein und so. Wisst ihr was? Das können wir eigentlich jetzt machen. Die Zeit haben wir noch. Machen wir noch den Boden hier und dann bauen wir in der nächsten Folge weiter. Ja. Ist ja jetzt doch echt eine lange Folge für mich geworden, bald eine Stunde mit dem ganzen Farmen und so. Naja, nicht eine Stunde, aber eine Dreiviertelstunde ist es geworden. So lange habe ich, glaube ich, noch nie am Stück aufgenommen. Naja, wird interessant. So, also wir reißen hier einfach den ganzen Boden raus und packen dann, würde ich sagen, einfach Eichenholzbretter rein, oder? Ja, machen das jetzt nicht zu kompliziert. Hier kommt ja dann eh später eine Wand rein und so. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das alles designen. Aber ich glaube, das wird cool. Machen das nach und nach. Ganz gemütlich. So, hier müssen wir das natürlich auch rausreißen, weil hier haben wir natürlich auch Zeug, ne? Gehe ich jetzt zu weit? Nee, tue ich nicht. Hier ist schon wieder ein Baum gewachsen. Geh mal weg. Du störst mich da. Warum habe ich da einen Baum eingepflanzt? Ich bin blöd. Glaub mir, ich bin einfach blöd. Ich kann einfach nichts. Nichts, gar nichts, gar nichts kann ich. So, komm, einmal den Sand hierher, einmal du. Und dann kommen hier einmal diese Bretter weg. Die brauchen wir hier nämlich im Moment nicht. Hier kommen sie dann dementsprechend auch weg. Warte, das hier kommt weg, gell? Ja, das da kommt weg. Ach, das wird kompliziert. Das wird so richtig fett kompliziert. Muss ich noch einmal schlafen, bevor ich hier weitermachen kann? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wisst ihr was? Ach, Eichenholzbretter haben wir ja noch zur Genüge. Sehr schön. Oh, dann machen wir einmal so und einmal hier hin. Und einfach mal alles mit Eichenholzbrettern auffüllen. Ja. Doch, das wird gut. Also einmal hier entlang und einmal hier überall Eichenholzbretter hin. Und einmal hier und einmal dort. Hier kommen auch noch welche hin. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir hier die Ecke auch noch mit. Und hier 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 und schon haben wir keine mehr. So, gib mir nochmal ein Stack her. Perfekt. So, sieht doch schon recht gut aus. Oh, schlafen gehen, sonst kriegen mich die bösen Monster. Und das wollen wir ja nicht. Hey, ich würde sagen, so langsam läuft das hier mit unserem Minecraft-Geschäft. So langsam wird das echt gut. Ja, der Mineneingang gefällt mir schon richtig gut. Den werden wir in der nächsten Folge auch fertig machen. Also hier ein Dach drauf packen und dann hier die Wand reinziehen und hier die Wände machen und alles schön machen und ordentlich und so weiter. Ich weiß, in der Mine waren wir noch nicht viel, aber hey, wir haben einen Mineneingang, ne? Das ist doch die Hauptsache. Oh, Leute, hier müssen Fackeln dran. Wenn wir schon bei einem Mineneingang sind, brauchen wir auch Fackeln. Sonst ist es kein echter Mineneingang. Wo packen wir die denn hin? Wenn wir hier welche dran packen könnten. Aber wir können hier welche dran packen, das zählt. Zumindest schon mal so halbwegs. Und dann machen wir hier noch welche dran und dann sieht das doch schon halbwegs cool aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Schöne Mine ist das geworden. Und dann können wir hier eventuell noch so ein bisschen mit Cobblestone davor arbeiten. Das fände ich. Ja, doch, das wird, Leute. Es wird echt was. Und mit Steinen, wenn wir schon dabei sind, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Kommt hier noch ein bisschen was hin. Ach, wisst ihr was? Wofür habe ich denn eine Schaufel? Reißen wir hier einfach mal alles weg. Einmal hier und einmal hier ein bisschen und einmal hier ein bisschen und hier noch ein bisschen weg und dort und da und tada. So, einmal hier und dann kommt hier noch ein bisschen Stein hin. Einmal hier und einmal hier und einmal hier. Und dann packen wir hier noch ein bisschen Cobblestone hin und hier kommt noch ein bisschen Cobblestone hin. Hier noch und hier noch ein bisschen Stein und dann machen wir hier noch eine Treppenstufe hin. Und dann sieht das doch cool aus, oder? Das sieht echt cool aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut wird. Lianen bräuchten wir auch. Damit könnten wir auch viel machen. Aber die haben wir ja im Moment noch nicht. Deswegen wohl keine Lianen für diesen Mineneingang. Gut, aber dann würde ich sagen, war's das von der heutigen Folge. Viel haben wir nicht geschafft, ne, obwohl doch schon. Wir haben einiges gemacht. Wir haben eigentlich echt viel gemacht. Naja, wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr neu dazugekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin, spielt fleißig weiter. Ciao und haut da rein.